Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Star Citizen. Man kennt mich unter dem Namen Cyrus und ich werde euch hier einen Walkthrough zur Mission Private Investigator Wanted, welche aktuell auch als Kovalex-Mission bekannt ist, zeigen. Wir starten hier auf Port Olisar und rufen uns erstmal ein Schiff. Prinzipiell ist vollkommen egal welches Schiff, denn wir müssen hier nichts Bestimmtes tun, sondern uns nur zur Gando Kovalex Station befördern. Selection confirmed. Your ship is currently being delivered to the launch platform. Bevor wir uns nun auf den Weg machen, starten wir erst einmal die Mission. Das machen wir über die Scheduler App des MobiGlass. Dort gibt es unter der Kategorie Secondary Missions die Mission PI Wanted, ausgesprochen Private Investigator Wanted. Nun hören wir uns den Auftrag erst einmal an. Thank you for getting in touch with me. My husband recently died aboard the Gundo Kovalex station, but the company is refusing to pay out his insurance claim because they say he was at fault. It's ridiculous. There is no way that's true. I know my husband. Darnell had his problems, but that is all in the past. I want you to go to the Kovalex station and send me evidence that my husband is innocent. But even if you find out that he isn't, you'll still get paid. I know your time is valuable, and really, I just want to know the truth. I've attached the insurance claim to get you started. Good luck. And I hope to hear from you soon, one way or another. Ich denke nicht, dass man den Auftrag näher erklären muss. Die Nachricht war sehr verständlich, daher geht es jetzt direkt los. Die möglichen Ziele des Quantum Drives liegen hier von Port Olisar aus relativ auf einer Linie. Wenn man diese Linie entlang fährt, während man den Planeten Crusader vor sich hat, dann landet man am Rande des Planeten entweder auf Security Post Carrier oder auf Kovalex Shipping Hub. Sollte man am Rand also Carrier entdecken, dann einfach der Linie in die andere Richtung folgen. Das Kovalex Shipping Hub liegt allerdings hinter dem Planeten, daher kann man nicht direkt hinspringen. Man muss erst zur Cryastro Station springen, sich dort etwas nach links drehen und dann erst weiter zum Shipping Hub. Hier sind wir nun vor der Gando Station. Man sollte hier sehr vorsichtig vorgehen, denn man könnte anderen Spielern über den Weg laufen, von denen man auch angegriffen werden kann. Die Beweise liegen dort drinnen in Form von Pads bzw. Audio-Messages. Und jetzt hören wir uns mal die erste Aufzeichnung an. Hey Darnell, it's Rosine over at Corporate Ops. Give me a shout back when you clock in. Just wanted to follow up a bit on the distro issue. Talk to you in a bit. Bye. Darnell, Rosine again. Still need to sync up about the power distribution problem. Where are you, man? Getting tired of waiting, Darnell. Call me. Offensichtlich war Darnell hier nicht erreichbar und es gab ein Problem mit der Energieversorgung. Mysteriös. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ah ja, ein weiteres Pad. Hey babe, I just got the package you sent. Thanks a million for the Mobi mod. It is incredible. Sorry for the noise. The crew surprised me with a shindig. Right, we did. Hey, Anya! Holy shit, is that a bottle of Esquire? Damn right. How did you afford this? Let's talk. Hey! Da war wohl eine ordentliche Geburtstagsparty im Gange. Ich würde sagen, bisher sieht es nicht so gut aus für Darnell, aber wir suchen weiter. Vielleicht finden wir ja noch etwas. Hier zum Beispiel. Hey, Race, it's Darnell. Where the hell have you been?
Your shift started 3 hours ago. I know. I'm sorry. I did a breakdown of the current power flow for the station, and it's looking like I'll need to run a stress test on the whole system, see where the runoff is. Okay. Hey, just be careful. Will do. I'll keep a close eye on it. Sounds good. You sure you're okay? You sound terrible. Yeah. It was Scott's birthday last night, so we were all up a little later than we should have been. All right. Let me know when you're finished running the test. Will do. Darnell hatte sich also doch bei Racine gemeldet. Auch wenn er nicht ganz fit war, hat er offensichtlich doch seinen Job getan. Was ist da wohl passiert? Prinzipiell könnte man hier schon die Beweise uploaden und die Mission beenden. Damit hat man die Schuld von Darnell bewiesen. Unser Auftrag war aber, die Unschuld zu beweisen. Um das und damit auch einen UC-Bonus zu erreichen, müssen wir allerdings noch etwas weiter suchen. Hier ist auch schon das nächste Pad, im Grunde direkt hinter dem Fenster der Kantine bzw. den Schlafzellen. Theoretisch hätte man es schon von der anderen Seite aus sehen können. Hierbei handelt es sich dieses Mal aber um eine Textnachricht und nicht, wie bei den vorherigen, um eine Audionachricht. Die Textmessage können wir uns im MobiGlass anschauen. Dazu gehen wir aus der Schedule App wieder raus und öffnen die Journal App. Die oberste Nachricht ist dann die zuletzt hinzugefügte. Kurz zusammengefasst steht in dieser Nachricht, dass im Stanton-System erhöhte Schwarzmarktaktivitäten festgestellt wurden und dass alle Warentransporte in den Kovalex-Versandzentren intensiver überprüft werden müssen. Bisher passt diese Nachricht noch nicht ganz in unser Puzzle, aber eventuell finden wir ja noch weitere Indizien. Siehe da, es gibt noch mehr. Auch hierbei handelt es sich wieder um eine Textnachricht, die ich kurz zusammenfasse. Während einer Routine-Sicherheitsüberprüfung ist aufgefallen, dass Mels Zugangscode ihres Schlafraums nicht mit den Aufzeichnungen übereinstimmt. Aufgrund dessen wurde dieser zurückgesetzt und der neue Code ist als Anhang in der Nachricht enthalten. Warum sollte Mel den Code unerlaubt ändern? Eventuell sollte man sich das mal anschauen. An den Schlafgemächern sind wir schon vorbeigelaufen, aber wenn man hier unten durch eine dieser Türen geht, kommt man direkt zum Anfang. Das ist ein schnellerer Weg, als einfach zurückzugehen. Allerdings gehen diese Türen nur von hier innen auf und nicht von der anderen Seite. Dieser Raum hier hat, im Gegensatz zu den anderen, ein aktiviertes Keypad. Können wir das jetzt öffnen? Ja, wäre ja auch blöd, wenn ich Türen zeigen würde, die man nicht öffnen kann. Ah, hier ist auch die nächste Audio-Message. Hey, wanted to let you know that I got the Ops guy's passcode last night. Took a whole damn bottle of Esquire to do it. Talk about being able to hold your liquor. I set the routine to bypass the monitoring protocols at 1400. The crates should go through, no problem. Just be ready at the drop, all right? By the way, had to change over the security stuff. Codes attached. Ach, jetzt passt das Puzzle auf einmal zusammen. Mel hatte versucht, den Schmugglern zu helfen und dafür die Monitoring-Systeme manipuliert. Daher konnte Darnell auch nicht feststellen, dass die Systeme bei seinem Stresstest längst überlastet waren. So kam es hier zum GAU. Jetzt können wir die Daten uploaden und somit die Unschuld von Darnell beweisen. Damit haben wir das zweite und positive Ende ausgelöst. I wanted to let you know that I got the information you sent. And if what you found is true, I owe you a very big thank you. And Kovalex owes me and my husband an apology. Thank you again. I'm uploading your payment to your account now. Das hört sich schon ganz gut an, so ganz am Ende sind wir aber dennoch nicht. Ein weiteres Event wird erst später getriggert.
Also, zurück nach Port Olisar. Dazu springen wir erst wieder zu Cryastro Station und springen dann weiter zu unserem eigentlichen Ziel. Oder? Wir begehen einfach Selbstmord und spawnen wieder neu. Das geht schneller. I just wanted to let you know that the information you found worked. Kovalex exonerated my husband and the insurance company gave me the full claim. On top of all that, the advocacy was able to arrest the people that Melisowski had been working with. Turns out there was a reward for information leading to the smuggling ring's arrest, and I want you to have it. I cannot express how much I appreciate the hard work you did on my behalf. Made all the difference. Best of luck to you, and thanks for everything. Das war jetzt aber richtig rührend. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos und ich verabschiede mich von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hey Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen möchtet, dann drückt doch bitte den Abonnieren-Button. Hat das Video euer Interesse an Star Citizen geweckt? Infos zur Accounterstellung sowie weitere Informationen gibt es in der Videobeschreibung.